So, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Mein Name ist Fluffo und wir sind wieder bei Ori and the Will of the Wisps und ich wünsche euch viel Spaß. So, und hier geht's weiter. Wir haben ja Moki schon den Fangzahn gebracht. Jetzt ist Moki ein bisschen mutiger geworden. Das war eine Nebenquest und jetzt geht's weiter hier. Wir sehen schon, die Gegner sind ganz schön fies, hängt die Spinne direkt über der Donne. Das heißt, entweder wir besiegen die Spinne oder wir hüpfen über die Donne und lassen uns von der Spinne abschießen oder fallen versucht die Spinne abzuschießen, soll die ganze Spinne sein, fallen wir in die Donne und kassieren ordentlich Wildzoll. Ja, und dann dieses komische Käferdings, wo das so rum, Käfer-Schneckendings, wo das so rumkreucht und fleucht. Und natürlich, wenn wir dann weiter sind, haben wir noch Lebenspunkt, aber hier ist noch die Lebenszwiebel und, oha, was ist das? Das rieselt Sand runter. Irgendwie traue ich den ganzen Braten nicht. Okay, wir sind ganz gut. Und der Spinne von oben runterkommt. Ja, man kennt es. Und kein Speicherpunkt an dieser Stelle, damit wir hübsch da an diesem Stelle nochmal vorbei müssen. Autsch. Und wir werden schön Spinnenkotze beworfen. Ich nenne das Zeug jetzt einfach Spinnenkotze, damit ich jetzt halt Wumpe. Autsch. Aber die war schon ordentlich ein. Und drei Energiepunkte Bälle schießt dieses Ding von sich. Drei auf einmal. Das ist schon ganz schön fies, ja? Eieiei. Aber was will man machen? Es ist, ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, das Spiel. Es, ouch. Das ist auch unter voller Donner, aber das ist irgendwie auch meine Schuld. Weil, ich habe ein großes Talent, hier im Bildschirm in den Donner reinzuhüpfen. Und jetzt haben wir kaum noch Lebensenergie. Ja, beste Voraussetzung, um weiter zu spielen. Schöne Liane hoch, ein Tarzan. Da ist ein Tor, wo geschlossen ist und wo etwas bewacht ist. Das bedeutet, wir müssen anscheinend einen schwierigeren Gegner bekämpfen. Und das hat irgendwas mit dem Sand zu tun. Vermute ich mal. Und da kommt er schon. Das schaffen wir nicht. Mit einem Energiepunkt schaffen wir das nicht. Hier, wir werden ja schon geschossen. Und au! Und direkt getroffen. Ich will jetzt wenigstens an der Spielstand vorbei und kämpfen, damit ich nicht so viel Lebensenergie verliere. Aber der Plan ist aufgegangen, sehe ich gerade. Immerhin zwei Punkte habe ich noch. Den dritten kriege ich ja bei diesem Punkt zwischen. Und dann kann es ja hier losgehen in der Party. Hätten sie wenigstens den Speicherpunkt setzen können. Die Spiele machen, die Game Creator. Ja. Oder wie man das gewöhnlicher nennt. Aber gut, da sind wir gut durchgekommen. Das heißt, wir haben wieder einen guten Versuch. Ja, auf den Vorteil, wenn diese Lebensziele es wieder auch wieder besorgen wird. Spinne zu erledigen, wenn sie hier hochspringen, weil die zieht sie den nach oben, dann wieder nach unten, dann können wir sie angreifen. Und das ist angreifen und ausweichen gleichzeitig, das ist ganz einfach. Die springen direkt in die Kugel rein. Toll! Gut, au! Nein, nee. Wo bin ich jetzt? Da bin ich irgendwie falsch. Hä? Was? Achso, ich bin auch unten hingesprungen. Ich muss dann nach oben. So. Aber man kann diese Spinne auch besiegen, ohne in die Form reinzufallen. So viel Lebenspunkte zu verlieren. Jetzt habe ich aber wieder noch einen Punkt. Das sehe ich gerade sehr vorteilhaft. Ja, und springe auch mal in die Dorn rein. Ja, wenn schon, denn schon.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Ori and the Dawning, der Dornenwald. Wir spielen eine Runde Kämpfen, Sterben, Kämpfen, Sterben. Man kann mit der Geisterklinge alles entfernen, bloß keine Dornen. Das wäre ja auch ganz schön unfair dem Spiel gegenüber. Dann wäre es ja zu einfach. So. Die dritte Runde, ist das jetzt die dritte oder die vierte schon? Zwei Gegner auf einmal, das ist eine gute Aufgabe. Nein, wenn ich mir ja der Spiel kurze Aufgabe gibt und gleichzeitig noch den Gräber bekämpfen und den Aufgaben. Weil mein Kämpfgegner im Videospielen aber geschafft. Und was ist jetzt das? Das sind neue Gegner. Sandwürmer? Nee, was ich noch sagen wollte, das kennen wir aus Videospielen, dass allein schon die Berührung mit Gegnern tödlich ist. Und ich nehme ihre Waffen oder so. Oder ihre Angriffsenergie oder wie man das nennt. Sondern allein schon die Berührung. Was ja auch voll realistisch ist, ne? Ich glaube, die Dinger kann man bloß, wenn sie an die Oberfläche kommen. Ein haben wir schon mal. Okay, ich kann ihn auch schaden. Zieht er mich dann in den Sand runter? Ah, die Lebenstrieb ist verdammt. Dann schaffen wir das. Komm. Ah, der wird getriggert, wenn man auf den Sand geht, denke ich mal. Und den kann man so gut bekämpfen. Jetzt komm doch raus. Das will ich doch bloß ein bisschen töten. Ja, komm doch. Ah. Nö. Noch ein Gegner, noch ein Gegner, noch ein Gegner. Mücken! Ich hab keinen Mückenspray dabei. Das ist ein komischer Aufgang. So. Na? Oh, noch was! Alter. Doch, jetzt geht da das Tor auf. Perfekt. Dann können wir da hier rein. So, und was verbirgt sich da? Lebenspakt. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Du kannst die Gesundheit jetzt erhöhen. Ja, perfekt. Das hat sich ja gelohnt. Dann würde ich sagen, geht's weiter im Programm. So, nachdem ich jetzt ein bisschen durch die Gegend getingelt bin und viele Stellen ausprobiert habe, habe ich jetzt rausgefunden, wo es weitergeht. Wir müssen wieder an die Stelle zurück, da wo wir am Anfang waren. Und guckt euch mal den herrlichen Sonnenaufgang an. Den herrlichen Sonnenschein. Und da wartet jemand auf uns, nämlich Lupo. Sei gegrüßt, ich bin Lupo, Kartograf der Extraklasse. Das war ein schöner Sturm. Meine schönen Karten sind nass geworden. Deswegen bekommst du eine Karte zu meinem Preis. Ja, schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin suchen. Und was wäre da hilfreicher als eine Karte? Möchtest du eine Karte des saftigen Sumpfgebiets für so und so viel? Verbindlichen Dank. Also, wie gesagt, hier sieht man jetzt den Unterschied. Wir treffen hier jetzt auf Leute, mit denen wir handeln können. Und etwas erwerben können. Wir brauchen jetzt keinen Kartenstein mehr und dann irgendwo einsetzen, sondern den kriegen wir dann von diesen Leuten hier. Und da sehen wir jetzt auch, wie es höchstwahrscheinlich weitergeht. Und das ist ein ordentlicher Batzen dann nochmal. Viele Stellen sind auch noch grau, wo ich sie beim Fähigkeitenbaum zum Beispiel, wo aber entweder an unerreichbare Stellen sind oder Stellen, wo ja, wo wahrscheinlich unter Wasser sind oder so. Ja. Also dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, nein, die gefährlich sein. Einmal versuche ich, mit den Leuten nochmal zu sprechen, weil sich manchmal noch Nebenquests dann rausgehen. Aber manchmal wollen sie auch nicht plaudern. Das sagen wir mal wieder das Gleiche. Jetzt können wir auch in der Geisterklinge die Stellen auf,
öffnen, wo wir vorher nicht hingekommen sind, weil wir durch dieses Holzdingens und wir kommen an so eine Art Lichtung, sehe ich gerade. Boah, guckt euch mal den Hintergrund an. Und da wartet jemand auf uns. Freund oder Feind? Du bist auch wegen dieser schönen Aussicht hier. Beeindruckend, oder? Der Brunnenquell. Eine ganze Generation Monkey ist alt geworden und hat sich die Mühlräder bis zum Schluss angeschaut. Oh, jetzt wackelt's. Oh, ja. Wer ist denn das hier Schönes? Was tut Strick denn so weit hier draußen? Irgendetwas muss sich aus einem Nest gescheucht haben. Irgendein Strom etwa? Du doch nicht, oder? Du siehst so harmlos aus. Das solltest du ändern. Wie ist der Zufall so will, bin ich ein Waffenmeister. Oh, dem können wir jetzt auch Waffen kaufen. Waffenfähigkeiten. Ich gebe auf deine erste Fähigkeit Rabatt. Oh, den nehmen wir ja gerne an. Haben wir da schönes Ware verwendet Energie. Oh. Geisterstern. Setzt Gegner im Umkreis in Brand. Das Pinkmann, Geisterschlag. Legt Feinde mit einem einzigen Rundschlag. Stachel verwendet Energie. Wirft einen mächtigen Speer aus Licht. Oh, das klingt alles sehr interessant. Ich will aber nicht alle Geisterlichter auf einmal ausgeben, sondern mit Bedacht wählen. Ja, man muss Space ja, nutze deine neue Fähigkeit, so kannst du die nächsten Kunst nicht so billig. Oh, das Verschreiben ist nicht weit, da kann man die Fähigkeiten auf die Probe stellen. Unsere Wege werden sich bestimmt wieder kreuzen. Halte dich bis dahin in deiner Waffe. Tintenmoor schreien. Oh, das ist gerückt. Also wir müssen etwas finden. Tintenmoor schreien. Ich glaube, der ist da. Also da, wo es meine Nase deutet. Da vielleicht. Aber ich sehe da auch einen Fähigkeitenbaum. Da sollten wir jetzt schleunigst hin, würde ich sagen. So, da ist so eine Hüpfzwiebel und da kann man ganz schön weit hochspringen und muss entweder diesen Holzpflock oder diesen Stab da erreichen. Das hoffe ich jedenfalls, weil wenn es so schwer ist, es kann auch sein, dass man es noch nicht schaffen soll, aber es deutet eben viel darauf hin, dass man da hin muss oder hin sollte. Und deswegen, ich verfehle es immer wieder knapp. Weil das ist jetzt schon ärgerlich, wenn man da. Das ist übrigens auch so eine Sache bei Ori. Da habe ich auch schon, bin ja auch an meinen Stellen, habe ich 50 Mal was probiert, bis ich auf den Trichter gekommen bin. Naja, vielleicht soll man es noch gar nicht schaffen, aber zack! Ja! Geschafft! Und da sehen wir auch ein Geisteslicht. Das haben wir natürlich ein. Das lassen wir nicht drin, aber wir können uns da so schlucken. Mit so Salto-mäßig schleudern. Boing. Das ist ja cool. Ori wird noch eine richtige Erzählungsartistin, glaube ich. Das sieht ziemlich cute aus. Ja, ziemlich elegant. Ja, und toll. Ich springe natürlich in die Donner rein, das ist ja klar. Aber wir haben ja noch genug Lebenszellen, die kann man ja schön verschwenden. Der biegt sich so richtig durch. Der Stab. Dong, dong. Und. Na. Und schleuder, schleuder. Juhu. Und geschafft. Das war knapp. Also, das ist ganz schön knifflig. Dieses Gebäude da im Hintergrund mit der Mühle, das ist doch bestimmt auch was, wo wir später noch hinkommen, oder? Müssen wir die Mühle dann reparieren? Irgendwie sowas kommt doch bestimmt auf uns zu. So, und da kommen wieder schöne Mückengegner. Ja, die sind ja unter Wasser. Aber die hat sich selbst getötet. Die ist einfach die dann reingeflogen. Tja, was hat man davon, ne? Das hat man davon, wenn man der arme Ori meint, stechen zu müssen. Weil ich bin gegen Mückenstiche allergisch. Die kann ich überhaupt nicht ab, ne? So, übers Wasser. Was da oben? Was kommt man da dran? Irgendwie. Nee.
Sie haben gesehen, wo die kleine Eule hingeflogen ist. Stiller Wald. Gruselwald. Oh, eine Zwischensequenz. Hingehen, würde ich sagen. Oh, das ist gerade eine Statue. Ein großer Monster. Oh, und es ist der Tok. Hey, Tok. Alles Haus. Oh, na, wie geht's dir? Der. Nur die, die die Augen des großen Kolok würdig sind, dürfen einreden. So besagt es zumindest die Legende. Natürlich ist das nicht Kolok, sondern nur eine Statue, was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat sie nicht einmal Augen. In denen irgendjemand würdig mehr sein dieser Wände, pa. Aha. Und da ist noch ein Hebel. Und den werden wir natürlich umlegen. Und das Wasser sind beide Arme jetzt auf der Stelle, wo wir vorher nicht gekommen sind. Das ist ja toll, ich glaube, es geht so in die Richtung. Oh, noch mehr. Komisch, ich könnte schwören, das Wasser in der Kammer sei gerade ein gutes Stück höher gewesen. So ist es heutzutage. Alles verändert sich und wird nie dadurch besser. Ha. Ja, Kolok, ich fühle mit dir. Ja, jetzt sollten wir mal da oben gehen. Die Gegner, wo uns da gerade eingreifen, vorhin gerade noch in dem Moment unter Wasser waren. Nee, oder? Oder doch? Ja, komm, Bobby, das schaffst du. Ich spiele übrigens mit Tastatur und Maus am PC. Man kann Ori auch mit dem Controller spielen. Ich habe ja auch einen Controller für den PC. Aber ich komme mit Tastatur und Maus besser zurecht. Ja. Das ist eine Geschmackssache. Oh, und wir sind beim Fähigkeitenbaum, der vorhin unter Wasser war. Natürlich hat es auch mehr als nicht. Das ist eine Ehrensache. Geisterbogen. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte Q gedrückt, um den Geisterbogen einer Taste zuzuordnen. Ja, und den Rundumschlag müssen wir jetzt auch mal zuordnen, damit wir dann so richtig hier ein auf Bud Spencer aufmachen können und unseren Gegnern die Hucke voll hauen können. Ne? Wir spielen Ori gibt's übrigens ja auch auf der Switch, nicht nur die Switch. Und da spielt man ja den Switch-Controller. Und ich meine auch für Xbox, oder? Ja. Naja, es ist ja ein Microsoft-Ding. Wie gesagt, ich spiele es am PC mit Tastatur und Maus. Mir ist gesagt worden, Controller seien bestimmte Stellen einfacher zu spielen. Gerade da, wo man ziemlich viel Geschick beweisen muss. Aber ich bin jetzt bisher mit der Maus und mit der Tastatur ganz zufrieden. Ich hoffe mal, es wird nicht ganz so frustrierend und ja, finger- und handbrecherisch wie bei Ori 1, damit, wo man drei Tasten praktisch gleichzeitig drücken muss und so. Ich glaube, dass Ori and the Will of Wisps eher auf Bosskämpfe als auf Gegner bekämpfen spezialisiert. So. Und der Boden funktioniert, der Rundumschlag. Oh, jawohl, stabil. Auch richtig gelesen, den Rundumschlag kann man auch morsche
Gegenstände zerbrummen. Das heißt, wir kommen vielleicht dann auch an Stellen ran, wo wir vorher nicht reingekommen sind. Also meine Hindernisse kann man dann zerstören. Und da abschießen und vielleicht sollten wir in den Fahrstuhl rein, mal gucken, was dann passiert. Und ach, Felsen ist im Weg. An der Stelle ausliegen und schießen. Ja, klar. Vielen Dank. Ja, schießen wir gelernt sein. Zack. So, jetzt aber. Und ah, und wir haben das Fragment einer Energiezelle gefunden. Sehr schön. So, wir brauchen den Fahrstuhl nicht nochmal aktivieren. Wir können wieder hochklettern. Wir klettern jetzt da wieder hoch. Sofern wir wieder hochkommen. Und da sind ja auch Dornen. Die machen Aua Aua. Und wir sind wieder bei Ori. Da klappt nie etwas gleich beim ersten Mal, wenn es einfach aussieht. Also auch so eine Sache, es gibt Stellen bei Ori, die sehen richtig einfach aus. Da denkt man, ach ja. Und dann sitzt man in einer halben Stunde noch da und fällt immer wieder, und stirbt immer wieder an komischen Dornen oder an komischen Stellen. Da fällt immer wieder runter. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob ich einfach ob ich einfach zu ungeschickt bin. Ich muss fast in diese Dornen reinlaufen und mit Schaden kassieren, gell? Geschafft! Danke! Och, Menno! Aber das ist so eine Stelle, wo ich sage, es ist jetzt wieder unnötig schwer, das muss jetzt nicht sein. Da ist jetzt die große Challenge, dass wir jetzt aus dem Dienstbar rausretten oder vor Lava abhauen müssen oder so. Wir müssen einfach nur wieder hoch, weil ja die Sache mit dem Geisterbaum wieder gelöst ist. Ne? Aber gut, wie gesagt, ich bin bisher ganz zufrieden mit Ori and the Will of the Wisps. Und ja, dann geht's mal weiter. So. Nachdem ich wieder eine Ewigkeit rumgetingelt bin, habe ich hier Folgendes herausgefunden. Hier, nur hier, müsste es weitergehen. Hier ist so eine Art Statue, da kann man aber nichts machen. Auch ein Blick auf der Karte verrät, es müsste eigentlich hier weitergehen. Und hier so ein Bein und Umschlag. Vielleicht kann man damit irgendwas zerstören, um dann weiterzukommen. Diese beiden Umschlagen vernichten vielleicht mit beiden Bogen. Auch das nicht. Und da ist nicht nur Holz, es sind auch Steine dabei, da braucht man bestimmt eine andere Fähigkeit für. Mal schätzen. Also wieder da hoch. Hier ist noch dabei. Hoppala! Ein Durchbruch, eine Falltür. Ihr seht schon, das Video ist geschnitten, weil ich sehr lange immer an den gleichen Stellen bin und irgendwie suche, wo es weitergehen könnte. Aber hier sehe ich gerade, da ist ein Felsen, den man wegziehen kann und kommt an eine Lebenszelle. Also eine Lebenszelle. Fragment einer Lebenszelle. Wunderbar. Und wir haben wieder Lebenszellen. Das hat sich ja gelohnt. Wie gesagt, bei Ori lohnt es sich, ein paar Mal umzulaufen. Man muss auch sehen, wie der Wasserbewegung ist. Ja. Und dann gibt es auch Stellen, die
die dann freigelegt werden, wo sich ein paar Überraschungen verbergen. Aber ich sehe gerade hier, kommen wir bestimmt nicht weiter, weil wenn man drüber springt, springt man direkt in die Donner. Man kann nicht mehr zurückklettern. Auf den Gegner, wenn man besiegen würde, kommt man dann nicht weiter, weil da sind ja die Donner. Deswegen werde ich an der Stelle jetzt dann wieder schneiden und wir sehen uns an einer anderen Stelle. So, es kann eigentlich nur hier weitergehen. Jetzt sieht dieser, fällt dieser Ast so gut aus und zack und morsch und mit dem Rundumschlag, tata, haben wir uns einen Weg freigeschlagen und es geht nach unten weiter. Endlich geht's weiter. Schön an meinem Lieblingsmoos vorbei. Auf so eine Hüpfzwiebel dran. Zack. Ja, ich treffe durch die Donne. Ha, das ist ja Ehrensache. Und. Oh yeah. Au. Also muss ich da oben irgendwas Wichtiges verbergen. Ich frage mich übrigens, wer diese Fallen da aufstellt. Die wachsen ja nicht einfach so in der Natur. Das ist ja was, wo irgendwann hingebaut hat. Fahren wir das vielleicht in der Geschichte manchmal? Gut. Aber eins haben wir. Au! Au, das war jetzt richtig gemein. Haben wir ja auch die Leser gesehen. Die hat ja auch richtig gemein. Alles hat vorstellen. Das ist ein Bremsenspiel. Zack. Heck. Das ist der Fähigkeitenbaum, also die Totalübersicht. Oh, da ist nichts zu erkennen. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Da. Ja. Wieder so. Tötet uns. Aber jetzt haben wir uns mit alle Lebenszellen. Und gucken, ob es da oben was gibt. Ah, immerhin gleich geschafft. Hier den Stab zu erreichen. So, jetzt gehen wir den Gegner mal hier hin und den Stab. So eine Fähigkeit, die wir von Ori 1 kennen, dass man irgendwie das so, ja, wie nennt man das nochmal, mit so einem Rückstoß so und dann so so wie wir dann auch aus dem Kinsobaum rausgekommen sind oder rausgekommen wären. So, Lebenszellen aufgefüllt. Jetzt möchte ich mal wissen, was es mit diesem Kampfschrein auf sich hat. Fußball. Aua! Das war übrigens frei.
Ah, ich glaube, ich ahne. Oh, geschafft. Was passiert jetzt? Errungenschaft. Oh, Spielerplatzverbesserung. Also die Errungenschaften hier auf der rechten Seite werden doch eingeblendet manchmal. Ich stehe ein bisschen. Du kannst jetzt mehr Spieler auf einmal anlegen. Finde weiter Spielerplatzverbesserung, damit du noch mehr Spieler anlegen kannst. Ja, very nice. So, dann würde ich sagen, aber der Platz ist, der Speicherplatz ist abgespeichert. So. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst gerne eine Pfote nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal für weitere Ori, Fantasy, Horror und Science-Fiction-Spiele. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Ori and the Will of the Wisps. Und ich wünsche euch was. Bleibt gesund, bleibt neugierig und tschüss.